Hochdorf, alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen. Eine alkoholisierte Autofahrerin hat in der Nacht zum Freitag auf der L1201 einen Verkehrsunfall verursacht. Die 27-Jährige war gegen 0.40 Uhr mit einem SUV von Reichenbach herkommend in Richtung Hochdorf unterwegs und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Wegweiser, der dadurch komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Der PKW selbst blieb nach rund 15 Metern auf einem Acker stehen. Da ein vorläufiger Atemalkoholtest bei der Fahrerin einen Wert von fast einem Promille ergab, musste sie später neben ihrem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben. Die augenscheinlich unverletzte Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr total beschädigter SUV, an dem sich der Schaden auf etwa 20.000 Euro belaufen durfte, wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der Fremdschaden beträgt rund 1.000 Euro.